Hey Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Yu-Gi-Oh! World Championship 2010 Reverse of Arcadia, dem Spiel voller feinsinniger Dialoge. Das letzte Mal haben wir wieder ein paar Mal abgekackt mit Dragon's Roar im Strucki-Duell, aber diesmal werden wir es schaffen, diese Folge. Ich hoffe es. Ja, wir haben letzte Runde den Elementardrachen gezogen. Der bringt uns allerdings noch nicht so viel. Ja, shit. Okay. Benutzt Heavy Storm, um unsere schönen Fallen zu zerstören. Okay, so schade ist es jetzt nicht drum. Er hat halt auch einen göttlichen Zorn zerstört. Landform? Zuflucht im Himmel oder was? Oh. Okay. Er hat gerade eine Feldzauberkarte für seine Feenmonster geholt. Nicht Zuflucht im Himmel. Es gibt allerdings auch andere Decks, außer so einem komischen, zusammengemixten Feen-Deck, die gerne Zuflucht im Himmel spielen. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen, dass die Musik verändert wird, wenn eine Feldzauberkarte ausgespielt wird. Moment mal, ist das die erste Feldzauberkarte bis jetzt? Ich glaube schon, eine Feldzauberkarte ändert halt das Feld. Sieht ganz cool aus und hat halt einen besonderen Effekt. Die mal halt nur für den Besitzer funktionieren, mal aber für alle. Das ist ganz interessant. Zweiköpfiger Behemoth. Das ist auch keine schlechte Karte, die bringt uns jetzt nur nichts. Ich bräuchte einen Feuerdrachen oder so. So einen Drachen. Oder überhaupt ein Monster, was vom Typ her Feuer ist. Aber ich setze ihn einfach mal. Obwohl, vielleicht doch keine so gute Idee, weil er ja einen Kartenvorteil bekommt. Das ist immer so eine Sache, ne? Denn wenn er ihn zerstört, der zweiköpfige Behemoth, wenn er zerstört wird, kommt er nämlich zurück einmal. Und das dachte ich mir, wenn ich die nächste Runde irgendwie ein Tributmonster oder so ziehe, wie Red Eyes, also den rotäugigen schwarzen Drachen, dann könnte ich den gleich aufrufen, aber er kriegt jetzt ja einen Kartenvorteil dafür, dass er mit Paar schafft, den zerstört hat, weswegen er eine Karte ziehen darf. Das ist auch nicht so toll. Es könnte, was weiß ich, das Dark Hole gezogen haben, was wieder unser Schicksal hier besiegelt. Nee, mal, macht er auch Verteidigungsschaden? Ja, wir haben ja sogar Schaden gekriegt, ne? Ja, scheiße, das fiel mir sogar Verteidigungsschaden. Wenn wir ihn lieber in Angriff spielen sollen. Hier, bitte. Er ist aber schwächer jetzt das zweite Mal. So. Komm. Nachladen. Obwohl, ich habe einen anderen Plan. Da wir jetzt noch ein paar andere Monster haben, würde ich sagen, wir crashen einfach. Das ist so der Fachbegriff dafür. Das heißt, wir greifen mit einem Monster derselben Angriffspunkte, ein anderes Monster mit denselben Angriffspunkten an. Also 1900 zu 1900. Was heißt, dass beide zerstört werden. Und da wir mehr Monster auf dem Feld haben, ist es ja noch ganz vertragbar, dass wir erstmal sein Bossmonster hier zurück wegkriegen. Dann können wir mit dem Elementardrachen angreifen, sein verdecktes. Was hoffentlich. Oh, glänzender Elf. Okay, glänzender Elf ist die Sucherkarte der Feen. Was hat ein Elementardrache für einen Effekt? Ach so. Ach ja, okay. Stimmt, ich dachte, das wäre einfach so, aber wir müssen den Effekt erstmal aktivieren. Denn solange wir ein Windmonster draußen haben, kann der Elementardrache zweimal angreifen. Oder überhaupt, wenn er ein Monster zerstört hat, sofort nochmal. Okay, was bringt er dieses Viech jetzt? Das bringt dir doch gar nichts, ist das Teil. Das ist eigentlich keine schlechte Karte, damit kann man eine gute Combo machen, aber so alleine bringt er dir doch gar nichts. Denn wenn noch eine andere Fee außer Freya, Geist des Sieges, auf dem Feld ist, kann die hier nicht als Angriffsziel gewählt werden. Aber alleine bringt die gar nichts. Oder ist das das einzige Ziel, was sie noch hatte? Obwohl, eigentlich müssten mehrere glänzende Elfen drin sein in dem Deck von ihr. Strange, strange. Bah, absorbierendes Himmelskind. Sinnlos hoch 19.
Okay, nicht sinnlos hoch 19, denn es ist stärker als unser Behemoth. Und regeneriert jetzt noch ein paar Lebenspunkte, das ist auch nicht so toll. Sondern dass wir nicht wirklich Schaden machen, solange Zukunft des Himmels auf dem Feld ist und sie neue Monster spielt. Ah. Das ist ein nerviges Deck. Wir brauchen irgendeine richtig mega geile Karte. Irgendwas, mit der wir der Alten ziemlich viel Damage reinhauen. Okay, nicht schlecht, aber das bringt uns jetzt im Moment auch noch nichts, da wir von Monster her den Vorteil haben. Das Problem ist jetzt, dass wir den zweiten Angriff nicht mehr kriegen, weil wir sonst nichts mehr haben. Die verräterischen Schwerter sind schon mal ein Anfang. Sollten wir jetzt in eine Sackgasse gelangt werden, können wir uns damit wenigstens, also gelockt werden oder gebracht werden, können wir uns damit wenigstens noch ein wenig Zeit erkaufen. Denn die verräterischen Schwerter, wenn wir sie ausspielen, kann unser Gegner 3 Runden lang nicht angreifen. Waffenstillstand. Lassen mal auf der Hand. Der bringt jetzt nicht wirklich was. Vielleicht benutze ich auch einfach Nachladen und shuffle die dann ins Deck zurück. Ja, okay. Das war aber gerade wieder so dieser typische Bug, den ich jetzt schon ein paar Mal hatte in den Videos. Dass hier alles das Angriffssymbol nicht angezeigt wird. Oh, wie unhöflich. Ja, halt's Maul. Olle Bitch, wir werden den noch 100 Mal fertig machen. So, was wird sie tun? Was wird sie tun? Sie scheint ja zurzeit nichts. Na, okay, sie hat ein Monster gezogen, scheinbar. Sie hätte scheinbar vielleicht irgendwie Tributmonster oder so auf der Pfote. Was schlecht ausgehen könnte, wenn wir nicht alle ihre Karten zuschauen. Wir haben MSD gezogen. Sehr schön, ich würde sagen, damit schießen wir erstmal die Zuflucht im Himmel ab, weil die einfach nur nervt. Mit MST können wir einfach irgendeine Zauber- oder Falle auf dem Feld zerschießen. Was ganz praktisch ist. So, ich hätte jetzt aber wirklich trotzdem gerne noch ein paar Monster, ne? Das heißt, sollte sie wieder Feen im Angriffsmodus spielen, können wir trotzdem Schaden machen. Ah, oh, strahlender Geralt. Bah, so eine Müllkarte. 2000 Death. Kacke. Das ist nicht gut. Das ist alles andere als gut. Denn wie gesagt, wenn sie jetzt Tributmonster auf der Hand hat, dann ist aus für uns. Nope. Okay, ich frage mich wirklich ernsthaft, was sie auf der Hand hat. Okay, man kann die Hauptkarte ihres Decks ja auch nur mit einem Parsaf ausspielen. Das könnte auch ein Problem sein, aber so schnell kommen wir über einen 2000 Defense mit dem Deck hier nicht drüber. Da müssten wir halt irgendwie einen Dings ziehen, einen Red Eyes, von dem ja mindestens noch einer im Deck sein muss. Zwangsweise. Oder irgendwie ein maskierter Drache, nicht mal. Nee, bewaffnet. Shit, Lightning Vortex. Scheiße. Kacke! Das ist natürlich übel. Nein, meine ganzen Monster. Alter, Lightning Vortex. Und jetzt greift sie mit dem Viech noch an. Scheiße, wir sind schon wieder so ziemlich am Arsch. Puh. Komm, jetzt ziehen wir den Red Eyes oder den Level 5 Dragon. Komm, komm. Ähnlich sinnfrei. Spiel mal die Pareto-Schwerter auf, um uns Zeit zu kaufen. Dann benutze ich mal Nachladen, um diesen Müll, den wir auf der Pfote haben, wieder zurück ins Deck zu mischen. Und hoffentlich irgendwas zu ziehen, was uns einen Vorteil erkaufen kann, oder? Nicht schlecht. Das könnte hinhauen, wenn sie unsere verräterischen Schwerter jetzt nicht zerstört. Dann wäre es sogar noch besser. Nämlich Ruf der Gejagten gezogen. Mit Ruf der Gejagten können wir uns ein Monster aus unserem Friedhof wiederholen. Als Spezialbeschwörung. Was heißt, wir können noch normeln, was wiederum heißt, dass wir nächste Runde das einfach benutzen werden und uns irgendein Monster wiederholen und dann das opfern für unseren bewaffneten Drachen Level 5. So, was haben wir denn eigentlich im Friedhof? Egal, komm, wir holen einfach mal einen Schimmerdrachen zurück.
und opfern ihn für bewaffneter Drache, Level 5. Yep, ich möchte jetzt gerne Tribut beschwören. So, weg mit dem Schimmerdrachen, ja, mit dem bewaffneten Drachen Level 5. Den Effekt will ich jetzt erstmal nicht aktivieren. Wir könnten ihn benutzen, um das Vieh hier gleich zu zerschießen. Aber ich will mir erstmal meine Handkarten aufheben. Ja, komm. Angriffssymbol, danke. Das könnte noch was werden. Es sei denn, noch ein Lightning Vortex oder so. Oder irgendwas anderes mit Zerstörung oder was irgendwie unseren Drachen uns klaut. Das wäre jetzt fatal. Von Monstern haben wir noch nichts zu befürchten, okay. Eine Set-Card, also ein Set-Monster. Nicht so schlimm. Das Blöde ist jetzt, dass wir den Ruf der Gejagten ist die ganze Zeit auf dem Feld. Hm. Weil er nicht vom Feld geht, wenn man das Monster auf tollkühne Gier. Ah. Ist so eine Karte, mit der man, die man in OTK-Decks gut spielen kann, tollkühne Gier. Weil man meistens mehrere davon spielt. Denn Tollkühne Gier lässt einen zwei Karten ziehen. Aber man darf dann die nächsten zwei Runden keine Karten ziehen. Was schon ein Nachteil ist. Deswegen sammelt man die und will dann meistens zwei oder drei von denen auf einmal aktivieren, um viele Karten zu ziehen. Um den Gegner dann in der nächsten oder in der Runde noch fertig zu machen. Das ist in dem Deck jetzt nicht so vorteilhaft, da wir wahrscheinlich nur die eine im Deck haben. Also. Hm. So, ich glaube, das ist die letzte Runde, wo unsere Schwerter noch bleiben. Hey, den königlichen Ritter, den... Ach nö, jetzt spielt die ernsthaft ihre Schwerter aus. Ich glaube, es hackt. Was haben wir für Deck gespielt? Nein, ich will jetzt nicht Tollkönigier dort anketten. Bin ich ja noch eingeschränkter. Kann ich das denn nochmal zurücknehmen? B. Nee. Wir fügen nichts der Kette hinzu. Okay, es wird unser maskierter Drache aufgedeckt. Auch nicht tragisch. Achso, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Verräterische Schwerter deckt alle verdeckten Monster auf. Hm. Rotäugiger finsterer Drache. Das ist die Hauptkarte des Decks. Komm, ich will irgendwas machen. Komm, Tollkönigier. Genau, was wir brauchten. GG. Können jetzt nämlich ihre verräterischen Schwerter vernichten mit der stampfenden Zerstörung. Und sie jetzt volle Wumme angreifen mit dem maskierten Drachen und dem anderen, den ich noch gezogen habe. Was vielleicht schon reicht, um sie fertig zu machen. Obwohl, nee. Ich glaube noch nicht ganz. Ja, das sind 2,8 und 2,4. Ne, 100 Punkte bleiben ja noch. Was natürlich nicht so vorteilhaft ist, sollte sie jetzt irgendwas haben, was genügend ATK hat, um uns hier wegzuwischen, indem sie halt eben unsere maskierten Drachen zerstört. Stimmt, man spielt dieses Feenstruck spielt doch diese Tributmonster, die man aber für eine Runde ohne Tribut spielen kann und die dann auf den Friedhof kommen. Wenn die das jetzt hat, so, dann sind wir am Arsch. Oh shit, magischer Hammer. Das erhöht jetzt die Chance, dass es sowas zieht. Alter, wenn wir jetzt sowas verlieren, dann sag ich euch. Da schreie ich. Setcard. Endphase. Okay, wir dürfen nichts ziehen. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Und drehe meine zwei Drachen hier in Verteidigung. Nur falls das eine Spiegelkraft ist. Angriff annullieren. Okay. Das ist fast eine Spiegelkraft. Dann hätte die Spiegelkraft gehabt und ich hätte meine Monster in der Angriffsposition gelassen, wären sie alle weg gewesen. Und dann wäre es wahrscheinlich GG für unseren Gegner gewesen. Aber so hätte es nur den maskierten Drachen erwischt, hätte sie eine Spiegelkraft gehabt. Aber ich gehe halt immer davon aus, dass die Gegner Spiegelkraft haben, aber ist irgendwie nicht so oft der Fall, zumindest in den Struckis nicht. Boah, ich glaube, es hackt. Wir haben endlich mit Dragon's Roar gewonnen.
viele Anläufe, das war der dritte Anlauf, ne? Zuerst haben wir gegen Zwillingsdeck gespielt und dann gegen das Feuerdeck. Fehlt noch was? Ich glaube nicht. Los, gut. Und wir kriegen einen Haufen Boni. Und einen Haufen Kohle. Ausgezeichnet. Das nenne ich eine brillante Strategie. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich die Typen gesprochen habe, aber... Naja, ich speichere es erstmal ab. Ich habe nämlich da noch zu tun. Nein, nichts von wegen Hausaufgaben oder Schule. Aber ich muss erstmal noch Videos in den Upload stellen. Dann habe ich noch Training. Also, wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Yu-Gi-Oh! World Championship 2010 Reverse of Arcadia. Dem Spiel voller feinsinniger, tiefgründiger und vor allem mehrdeutiger Dialoge. Das ist mehrdeutig, meine ich verdammt ernst. Sayer, wo bist du? Ich weiß doch, dass du hier bist. Ah, ich finde dich. Ja, bis zum nächsten Mal.